erstmal eine Frage. Was bedeutet Erfolg für dich? Was für mich wirklich Definition. Erfolg ist für mich die kontinuierliche Verwirklichung eines liebenden Ziels oder Ideals von Al Nightingale. Okay. Bedeutet also, ich frage mich ständig, was meine würdig? Ja. Mit der Zeit des Lebens ändert sich aber auch, was ich für mich empfinde, was meiner würdig ist. Bedeutet, Erfolg bedeutet, die Freiheit zu haben, seine Meinung auch zu ändern. Und Erfolg bedeutet auch, die Disziplin zu haben, dem nachzugehen, was deiner wirklich würdig ist, wenn du weißt, was es ist. Und komplett deinen Weg zu gehen, das bedeutet Erfolg für mich. Und diesen Weg dann mit den Leuten zu teilen, weil die richtigen Leute kommen, dann die richtigen Leute verstehen es. Aber die erste Person, zu der du stehen musst, bist du selbst, weil das ist die ehrlichste Person. Und mit dieser Ehrlichkeit dann in die Welt gehen, das bedeutet Erfolg für mich. Okay, geil. Wann war bei dir der Zeitpunkt, wann du selber von dir, oder vielleicht ist es ja immer noch nicht so, war es ein Zeitpunkt oder war es vielleicht auch ein laufender Prozess, wann du für dich selber gesagt hast, okay, ich bin erfolgreich? Ja, immer. Immer schon? Immer. Es gab nie einen Zeitpunkt, wo du meintest... Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dir würdigen Ziels oder Ideals. Okay, das hast Seitdem du immer ich klein gemacht. Bin, versuche ich dem zu geben, was meiner würdig ist vom Gefühl her. Geil. Seitdem ich klein bin. Die meisten Leute versuchen, Erfolg zurecht zu sein in den Augen anderer. Ja. Was ich schon, seit ich Glück gehabt, ne, durch meinen Stiefvater. Ja. Ich habe darauf geschissen, was ein Lehrer gedacht hat, was Erfolg bedeutet. Ich habe darauf geschissen, was andere gesagt haben. Ich gebe dir zwei Geschichten dazu. Geschichte Nummer eins, in der Schule. Ich war einer der Besten in der Klasse. Und dann war die 11. Klasse. Und ich wusste damals in der 11. Klasse, es ist völlig egal, wie meine Noten sind. Es ist völlig egal. Und ich bin vom der Beste in meinem Jahrgang zu einer der Schlechtesten in meinem Jahrgang gewesen. Ja. Leute haben gedacht, oh, wie schlecht der ist. Mir war das scheißegal. Weil ich wusste, es macht keinen Sinn. Und die Zeit habe ich genutzt zum Mastermind und viele andere Sachen. Ja, ja. Das heißt, die Meinungen anderer war kurzfristig für mich egal, weil ich weiß, am Ende des Tages, wenn die Leute schon verstehen, was ich meine, wenn ich ehrlich bei mir bleibe. Das heißt, akzeptiere niemals eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem. Und es war bei mir relativ früh. Okay. Jetzt kommt's. Diesen Erfolgsweg, ja. Die Frage ist nicht, wann der Punkt kam. Die Frage ist, wie oft bist du immer wieder zurück zu dem Punkt gekommen. Mhm. Die Frage ist nämlich nicht, ob du einmal erfolgreich bist. Die Frage ist, kannst du es halten? Mhm. Weil sobald du drauf bist, wird das Leben dir Challenges bringen mit Absicht. Mhm. Es wird dir Challenges bringen. Das heißt also, du musst immer wieder schaffen, in diesem ganzen Noise, in der ganzen Lautstärke, deine eigene innere Stimme, deine Mitte zu finden. Und das ist die größte Challenge, das krasseste Spiel, was es gibt. Und ist auch das, was dir am meisten würdig ist. Das heißt, frag nicht danach, was ist leicht, frag danach, ob du stark genug bist. Und deswegen sage ich, es war schon immer so, aber das ist nicht, darum geht es gar nicht. Es geht darum, kannst du auf diesem Weg bleiben, bei dieser Stimme, weil die ändert sich auch. Das ist entscheidend. Okay, dann habe ich jetzt eine reine Frage. Auf die bin ich am meisten gespannt, weil, wie du darauf reagierst oder ob die dich überhaupt schon mal jemand gefragt hat. Und zwar, wenn du jetzt beispielsweise auf den 20-jährigen Thaddäus triffst, ja, und du versuchst ihm die meisten Mut zuzusprechen, die meiste Angst zu nehmen, was wären drei Speed-Tipps, die du von dem gleichen Erfolg in der Hälfte der Zeit? Richtig, genau. Also TID? Richtig. Das ist eine sehr geile Frage, denn ich habe ganz viele Fragen. Diese Frage stelle ich allen meinen Freunden von. Ich habe das letzte Woche dem Gregor Gysi, sieht man auf YouTube. Gesehen, dann von Akon bis Luis Figo, bis über Aloy Black, bis über ganz große Politiker, die noch kommen werden. Interview mit Madonna ist geplant, all die ganzen Leute. Geil. Das heißt, meine Speed-Tipps ändern sich sogar mit der Zeit. Jetzt das ist ein riesen Netzwerk von Influencern, wo du natürlich ganz andere Tipps bekommst von Social Media, was ganz crazy ist. Ich habe ein paar Companies aufgebaut. Es gibt die Brand, die ich heute habe, Thaddäus Koroma. Aber wir haben dahinter einen Haufen Companies aufgebaut und ich zeige Leuten immer, okay, wie kannst du Zeit und Geld entkoppeln, sodass du deinen Lebenstraum lebst, okay, erstens, und zweitens, dass du genug Geld hast, sodass Geld unwichtig für dich wird. Und wie du die ganzen Lebensbereiche, ich sage, wir haben 7 Lebensbereiche, wie du die Sachen miteinander kombinierst, da findest du halt den Weg mehr und mehr, wie du diese Fragen hast. Und diese Frage beantworte ich in einem Buch, was demnächst rauskommt. Okay. Hier ist das europäische Traum, wenn ihr den Blog verfolgt. Da seht ihr durch die ganze Reise, durch die ich gehe. Mein Buch handelt genau von diesem Blog. Und da gebe ich meinen jüngeren Ich, in der nächsten Generation, nicht nur 3 Speed-Tipps, sondern es werden 10 Speed-Tipps geben, wie du in den verschiedenen Lebensbereichen den meisten Mut bekommst, die meiste Angst nimmst und mit dem gleichen Erfolg erzielst. Das heißt, zu der Mitte kommst, wo du laser-light-focused bist, wo du bei dir bist. Den gleichen Erfolg in der Hälfte der Zeit. In dem Buch wirst du sehen. Und dann werdet ihr mir sagen können, was meine besten drei Speed-Tipps für dich waren. Ich hatte 3 Speed-Tipps, bis ich natürlich, ich frag fast jeden, bis ich den nächsten frage. Ja. Da ist, oh,
Ja, da muss ich den ersetzen. Der ist schon mal krass, weil der geht mehr in die, der ist viel feiner, der geht mehr in die Tiefe. Ja. Dann fragst du den nächsten, dann denkst du, oh, der ist auch eine Feinde. Und dann auf einmal hast du einen, das ist eine Contradiction. Wir sagen auch mal, alle Menschen sind gleich, nur nicht die Erfolgreichen. Es führen tausend Wege nach Rom. Die Frage ist aber nicht, ob du in Rom ankommst. Die Frage ist, ob du, wie lange kannst du in Rom leben. Das heißt, dein Lifestyle. Was ist der effektivste Weg, dorthin zu kommen? Und mit der Zeit ändert sich auch der effektivste Weg. Beispielsweise die Arbeitswelt. Ich glaube, dass du in Zukunft, werden 50% aller Dienstleistungen in unserer Gesellschaft wegfallen. Vieles wird automatisiert, vieles wird systematisiert. Das heißt, eine der größten Aufgaben ist heute, zu lernen, wie du schnell verlernst und eine schnelle Auffassungsgabe zu haben. Dinge neu zu erlernen und den Ehrgeiz und Energie zu haben, Dinge einfach zu lernen und dann zu übertragen. Zweite Sache, die auf jeden Fall einige Leute lernen sollten, ist das Thema Online-Marketing, wie sowas funktioniert. Nicht um reich zu werden, aber wie du meinetwegen ein Business aufbaust mit der Zeit. Das kann sogar 14-jährige Mädels. Kann ich dir locker zeigen. Wie du ein Business aufbaust innerhalb eines Jahres, was dir dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren zwischen vielleicht 2.500 bis 5.000 Euro pro Monat zurückbringt, automatisiert, systematisiert mit einer Stunde Zeitaufwand pro Tag. Das sollte man definitiv lernen, das wird die Zukunft sein.